Ich habe letztens einen TikTok gesehen, wo der Mensch, der dieses TikTok gemacht hat, behauptet hat, wir könnten Lightroom einfach in die Tonne kloppen, weil Photoshop kann ja auch RAW-Bilder bearbeiten. Wofür brauchen wir denn dann noch Lightroom? Today I'm gonna tell you that Photoshop is just a way. Open that bad boy up, get them files and you wink them over. And look at this. Oh, look familiar? Yeah, it looks just like Lightroom. And I'm not kidding, literally every Lightroom tool, including all your presets. Dass diese Aussage völliger Bullshit ist, dass Lightroom eine ganze Menge mehr kann, als einfach nur RAW-Bilder bearbeiten und wie ich Lightroom tatsächlich nutze, das will ich euch im heutigen Video zeigen. Los geht's mit Schritt Nummer 1 und der startet natürlich mit einer SD-Karte. Irgendwoher müssen die Bilder, die wir bearbeiten wollen, ja auch kommen. Und diese SD-Karte stammt aus dieser Kamera. Inzwischen ist eine andere SD-Karte in dieser Kamera, aber mit dieser Kamera war ich heute unterwegs und habe ein paar Winterfotos an der Frauenkirche gemacht. Und die importieren wir jetzt in unser Lightroom, damit wir sie dann bearbeiten können. Und dafür stecken wir das Ganze einfach hier in so einen wunderschönen, SD-Kartenadapter und stöpseln das Ding jetzt in meinen Rechner. Und Lightroom erkennt hier jetzt schon vollautomatisch, oho, der Digi hat da gerade eine SD-Karte eingesteckt, ich muss jetzt wahrscheinlich irgendwas importieren. Und was auch eine sehr, sehr praktische Funktion ist, ihr habt es gerade gesehen, hier sind gerade nach und nach so die einzelnen Bilder da rausgeploppt, Lightroom erkennt auch automatisch, auf dieser SD-Karte sind Bilder drauf, die hast du schon in deinem Lightroom-Katalog, die brauchst du nicht nochmal importieren, das wäre ja ein bisschen doppelt gemoppelt. Das Ganze macht er, weil ich hier oben unter Dateiverwaltung mögliche Duplikate nicht importieren angehakt habe. Das heißt, er geht die ganzen Bilder durch und guckt, was habe ich denn davon vielleicht schon? Außerdem wäre es hier oben in der Dateiverwaltung auch möglich, direkt eine zweite Kopie anzulegen. Das heißt, ich könnte hier auch direkt quasi eine Sicherungskopie, beispielsweise auf einer externen Festplatte oder irgendwo anders machen, um eben meine Bilder zu sichern. Mache ich in dem Fall jetzt nicht. Ich habe ein anderes Sicherungssystem. Falls euch das interessiert, dann schreibt es mal unten in die Kommentare, dann kann ich euch auch gerne mal erklären, wie ich eigentlich meine Dateien strukturiere und sichere. Außerdem könnte ich hier auch direkt unter Dateiumbenennung irgendwie meine Dateien umbenennen. Das will ich jetzt aber auch nicht. Machen wir also nicht. Und was Lightroom an dieser Stelle auch voll automatisch macht, er sortiert mir meine Bilder automatisch in mein Dateisystem und zwar sortiert nach Jahr, Monat und Tag. Ich habe mir dafür hier oben das Datumsformat eben Jahr, Monat und Tag ausgewählt und er packt mir das automatisch so in meine Ordner. Das heißt, er legt hier, würde es noch keinen Ordner 2021 geben, würde er den Ordner 2021 neu anlegen und entsprechend dann auch mit Januar, Februar und so weiter. Und er packt mir das Ganze hier automatisch in meine Unterordner, je nachdem, an welchem Tag eben das entsprechende Bild gemacht wurde. Und das ist unfassbar praktisch, weil dadurch habe ich von vornherein rein meine Bilder in einer Dateistruktur, wo ich auch 5 Jahre später noch rangehen kann und sagen kann, wann war ich denn da doch gleich im Urlaub? Ja, das muss so ungefähr im August gewesen sein. Und dann gehe ich da in den August-Folder und dann gucke ich einmal durch die August-Folder durch und sehe, da ist das Foto, was ich suche. Und ich habe nicht irgendwo einzelne RAW-Dateien und irgendwo anders einzelne JPEGs und blä und blub rumfahren, sondern alles sortiert und strukturiert. Sehr, sehr praktisch. Was ich an dieser Stelle auch direkt von vornherein machen könnte, wenn ich das wollte, ist, dass ich beim Importieren direkt ein Preset auf alle Bilder draufklatsche. Wenn ich also von vornherein weiß, keine Ahnung, ich habe vielleicht alle Bilder in einem kontrollierten Studio-Setting aufgenommen, deswegen weiß ich, alle werden so ungefähr in dem Bereich liegen und ich will, dass da vielleicht mein Studio-Preset draufgepackt wird, was weiß ich. Dann könnte ich mir hier unter während des Importvorgangs anwenden, eines meiner Presets auswählen und sagen, okay, die sollen jetzt vielleicht alle, was weiß ich, mein Business-Preset oder mein Motorcycle-Preset oder was weiß ich was haben. Wollen wir an dieser Stelle nicht, sondern wir wollen die Bilder tatsächlich einzeln nochmal durchgehen und bearbeiten. Ihr seht schon, selbst das Importfenster kann eine ganze Menge. Gut, ich habe alles hier erklärt. Wir klicken jetzt also auf Importieren und importieren die Bilder tatsächlich von der SD-Karte auf meinen Rechner. Und das braucht jetzt natürlich ein Momentchen. Dafür müssen wir hier Lightroom einmal kurz rödeln lassen. Es wäre wieder so eine Stelle, wo ich wie in meinem After Effects Tutorial irgendwelche Kartentricks machen müsste. Ich habe leider in der Zwischenzeit keine neuen Kartentricks gelernt. Scheiße. Alter Lightroom, käst dich aus. Wenn ich unterwegs bin, dann bearbeite ich meine Bilder übrigens häufig nicht mit meinem Laptop, sondern eher mit meinem iPad. Ganz einfach, weil das in den meisten Fällen wesentlich schneller geht. Den Laptop müsste ich hochfahren und so weiter und so fort. Während ich in mein iPad eben einfach nur einmal meinen Dongle unten reinpacken muss, da die SD-Karte rein, da die Bilder importieren kann und dann direkt in der mobilen Variante, die eben auch auf dem iPad läuft, meine Bilder bearbeiten kann. Und ihr seht schon, ich habe jetzt hier auf dem Rechner eben ganz automatisch auch einen Folder, der sich iPad von Markus und dann importierte Fotos nennt, weil eben über die
automatische Synchronisieren-Funktion von Lightroom meine Bilder vom iPad direkt mit meinem Rechner synchronisiert werden. Das heißt, wenn ich eben unterwegs mit meinem iPad Bilder bearbeite, dann muss ich nichts damit machen, um die irgendwie auf meinen Rechner rüberzuschieben, sondern Lightroom macht es im Hintergrund ganz alleine. Und ich kann dann aus diesem Folder eben meine Bilder automatisch raus und rüber in meine normale Dateistruktur ziehen. Auch sehr, sehr praktisches Feature. Kann Photoshop übrigens nicht. Gut, haben wir jetzt in dem Fall aber nicht gemacht, sondern wir haben ganz normal von der SD-Karte importiert und haben jetzt hier alle Bilder schön in unserem Dateisystem. Wie ich jetzt hier rangehe, meine Bilder zu strukturieren und auszuwählen, ist so, dass ich mir das Ganze hier einmal in der großen Ansicht aufmache und dann hier mit den Pfeiltasten einfach durchskippen kann und Bilder, die ich gut finde, mit einem Stern bewerte. Ich persönlich mache im Regelfall eine zweistufige Auswahl. Das heißt, ich gehe durch alle Bilder einmal durch und wähle alle Bilder, die ich gut finde, eben mit einem Stern aus und gehe danach dann durch alle Bilder, die ich mit einem Stern bewertet habe, eben nochmal durch und wähle alle Bilder, die ich besonders gut finde und tatsächlich am Ende bearbeiten will, mit zwei Sternen aus. Drei Sterne bedeutet in meinem persönlichen Workflow, okay, dieses Bild ist jetzt tatsächlich fertig bearbeitet. Und das hat halt den riesengroßen Vorteil, dass ich beispielsweise, wenn ich jetzt paar Jahre später nochmal, keine Ahnung, meine Bilder von 2018 mir angucken will, dann kann ich im 2018-Folder direkt das filtern, dass ich sage, ich möchte bitte nur alle Bilder angezeigt kriegen, die drei Sterne haben, weil das sind die Bilder, die ich auch tatsächlich bearbeitet habe und alle anderen sollen mir eben nicht angezeigt werden. Ich persönlich behalte übrigens auch alle RAW-Dateien, auch das kann man so oder anders handhaben. Natürlich braucht es eine ganze Menge Speicherplatz. Ich habe auch inzwischen über 12 Terabyte so an Fotos, was sich in den letzten Jahren angesammelt hat. Ups, okay, gut. Wollen wir doch einfach mal anfangen auszuwählen und hier einmal durchgehen und gucken, welche Bilder wir tatsächlich behalten wollen. Ich beschleunige das jetzt an dieser Stelle. Es geht ja hier mehr um den Workflow und nicht tatsächlich darum, dass wir diese Bilder bearbeiten. Et voilà, ich habe meine Auswahl fertig. Ich habe jetzt hier unten auch schon eben meine Bilder gefiltert, dass mir tatsächlich nur noch die Bilder mit zwei oder mehr Sternen angezeigt werden. Das heißt, diese Bilder, die mir jetzt hier an dieser Stelle angezeigt werden, sind die Bilder, die ich aus dem Shooting tatsächlich bearbeiten will. Um das Bild jetzt tatsächlich zu bearbeiten, wechseln wir hier also einmal rüber in den Entwickeln-Tab. Ich will jetzt an dieser Stelle nicht das Bild tatsächlich haarklein im Detail mit euch bearbeiten, sondern es geht eben, wie gesagt, mehr so um meinen Lightroom-Workflow. Womit ich im Regelfall beim Bearbeiten als ersten Schritt anfangen würde, ist, dass ich im Regelfall eine von meinen eigenen Vorgaben auf das Bild packe. Das heißt, ich gucke so ein bisschen, okay, welche aus meinen eigenen Vorgaben würde jetzt gut auf dieses Bild hier passen? Keine Ahnung, vielleicht mein Autumn Preset, ja, whatever. Sieht ganz gut aus, klicken wir also hier an und er packt mir hier drüben automatisch eben meine ganzen Einstellungen, die ich in meinem eigenen Autumn Preset abgespeichert habe, hier rein. Meine ganzen Presets findet ihr übrigens auch in meinem Shop. Den findet ihr unter shop.vogelflug.de. Wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, dann könnt ihr da meine Presets runterladen. Und wo wir gerade schon beim Unterstützen sind, wenn ihr das Ganze, was ich hier mache, cool findet und mich in dem, was ich hier tue, unterstützen möchtet, dann könnt ihr mich übrigens auch gerne auf Patreon supporten. Denn, wer weiß, vielleicht reichen irgendwann meine Einnahmen aus meinem ganzen Content, den ich online so mache, um das Ganze tatsächlich Vollzeit zu machen, sprich, um von den Einnahmen, die ich damit generiere, tatsächlich meine Miete und mein Essen zu finanzieren. Das wäre cool, weil dann hätte ich die Möglichkeit, noch viel mehr coolen Shit zu kreieren, weil ich halt nicht nebenbei irgendwie Geld verdienen müsste, um meine Miete und mein Essen zu finanzieren. Deswegen, wenn ihr wirklich könnt und wollt, dann checkt doch gerne mal mein Patreon aus, aber wirklich nur, wenn ihr tatsächlich auch die finanziellen Mittel dafür habt. Ich will hier um Gottes Willen niemandem das Geld aus der Tasche ziehen. Okay, so viel mal zur schamlosen Eigenwerbung, kommen wir zurück zu Lightroom. Nehmen wir also einmal an, wir haben unser Bild jetzt fertig bearbeitet. In diesem Fall habe ich jetzt, wie gesagt, einfach nur das Preset da drauf geklatscht. Normalerweise würde ich da natürlich eine ganze Menge mehr machen. Aber nehmen wir an, das Bild ist jetzt gut so. Das wollen wir tatsächlich exportieren. Dann ist der erste Schritt, was ich mache, ich habe es vorhin schon gesagt, natürlich das Bild erstmal mit drei Sternen bewerten. Und um das Bild dann tatsächlich zu exportieren, gehen wir hier einmal wieder zurück in unseren Bibliothek-Tab und klicken dann hier unten auf Exportieren. Und auch hier habe ich mir jetzt schon wieder vollautomatische Benutzervorgaben eben vorbereitet für unterschiedliche Use Cases. Man könnte jetzt hier beispielsweise zusätzlich auch noch eine Benutzervorgabe für Print anlegen oder was weiß ich was. Ich habe hier so die Standardsachen, die ich im Regelfall brauche. Also ein Preset für Instagram, was halt automatisch die Bildgröße angepasst ist, eben auf Instagram. Einmal volle Qualität.
Qualität, also die maximale Qualität von dem, was ich da bearbeitet habe, und dann einmal etwas geringere Qualität. Ihr seht hier, ist die JPEG-Qualität auf 80 runtergestellt, und ich glaube auch, ja, die Bildgröße ist auch ein bisschen runtergerechnet, so wenn ich das halt irgendwie, keine Ahnung, per Telegram oder WhatsApp oder so verschicken will. Und an dieser Stelle mache ich jetzt das, was ich beim Importieren nicht gemacht habe, nämlich die Dateien tatsächlich nochmal umbenennen. Ihr seht schon, in allen meinen Presets habe ich hier unter Dateibenennung ein benutzerdefiniertes, Preset zur Dateibenennung drin. Denn ich möchte, dass meine Bilder automatisch, ganz egal von welcher Kamera sie kommen, denn die eine Kamera nennt die Bilder halt irgendwie DJI irgendwas, die nächste halt IMG jetzt, wenn sie von der Canon kommen und so weiter. Ich will aber, dass meine Bilder automatisch auch nach Zeit sortiert sind, wenn ich sie fertig exportiert habe, und halt nicht nach unterschiedlichen Geräten. Deswegen benenne ich meine Bilder beim Exportieren auch nach Jahr, Monat, Tag und dann Uhrzeit inklusive Sekunden, damit die automatisch auch zwischen den unterschiedlichen Geräten entsprechend sortiert sind. Außerdem kann ich hier auch noch so ein paar zusätzliche Einstellungen machen, wie nochmal zusätzlich nachschärfen. Das mache ich beispielsweise für Instagram. In meinen anderen beiden Presets habe ich das nicht drin. Ich könnte hier auch noch ein Wasserzeichen draufpacken und so weiter und so fort. Und dann klicke ich tatsächlich auf Exportieren, um mein Bild abzuspeichern, und kann dann hier entsprechend halt auswählen, wo auch immer ich mein Bild jetzt hinhaben will. Et voilà, das ist mein persönlicher Workflow mit Lightroom. Ich hoffe, wir sind uns an diesem Punkt jetzt wirklich alle einig, dass wir Lightroom nicht in die Tonne kloppen, weil es eine ganze Menge mehr kann als Photoshop. Photoshop ist halt wirklich Bild aufmachen, Bild bearbeiten, Bild wieder zumachen. Aber diese ganzen Sortiersachen und Katalogeinstellungen, die Lightroom halt mitbringt, hat Photoshop alle nicht. Was Photoshop übrigens auch nicht hat, ich bin der Held der dummen Überleitungen, ist der Daumen, der Abo-Button und die Glocke, die ihr sehr, sehr gerne anklicken dürft. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.